Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Jack the Lions 3. Willkommen zurück in Pantachuel. Ich bin Sevenake, schön, dass ihr da seid. Und beim letzten Mal haben Sevenake, Foda, Flay und Co. hier Pantachuel die Innenstadt befreit. Von der Armee. Doch, war die Armee. Und wir haben mit Chimuranga gesprochen. Der hatte einen relativ guten Tag, hat zugestimmt, dass wir hier auch das Klinikum eröffnen können. Insofern, alles gut, würde ich sagen. Und es wird hier weitergehen. When shall we live in communism, comrade? We may not be that fortunate, but our children surely will. I hoped it would be sooner. First, we must seize the means of production, which is the diamond mines. Then we shall unite the proletariat by destroying those Legion dogs. And that's all? And when we defeat the Legion, we can proceed to take down the corrupt capitalist government and lead the country to the bright future of communism. Can't we just get along with the Legion? No, comrade. They are ruthless bandits who only want to steal the people's diamond mines, plunge the country into chaos, and usurp the power of government. Oh, I see. Okay, das waren tiefe politische Gespräche. Was? One can only admire the courage of Larry Rochebear. He let himself be captured so that Biff Abscott could lead his team to safety. Oh man, hey, wo ist Larry, wenn man ihn mal braucht? We shall join you in your struggle against those filthy Adonis capitalists. Let the world know we stand united like the hammer and the sickle. Okay. This is Colonel Chimuranga, the Savannah Lion. Oh God. Leader of the People's Provisional Revolutionary Government. Comrades, I must speak with you about something very important to the revolution. Come and meet me in Pantagruel. Over and out. Oh God. Oh Jod, oh Jod, oh Jod. Was haben wir jetzt noch? Kommunisten? Wollen wir uns wirklich mit dem Mann treffen? Aua. Aua. Mir schwant ja Übles. Hören wir jetzt die kapitalistische Weltrevolution zugrunde und ringen den Kommunismus nach vorne. Foda, du machst das. Chimuranga, Aufi. Grand Chien has changed. I see it in the intel reports. I feel it in my bones. I smell it on the wind. There is no one that lives who still remembers the old resistance. No one but me. And I'm tired of fighting. I'm thinking that the time has come for the Savannah Lion to step down. Okay. Wie geht's jetzt hier weiter? My Maquis are nice boys and girls. They are good at following orders, but there is not one visionary among them. The revolution needs a leader with vision. Otherwise, it becomes a monster that eats its own children. Child-eating monsters? Yuck! Those are the worst. Indeed. Revolution simply means change. Change without vision is chaos. Wer wird dein Nachfolger? You. What? I have watched you closely. I see what you are doing, and I already know it. You will bring the change that Grand Chien needs. You have proven to me that you care about our life, our struggle, our pride. You know about our problems, and you have the strength to solve them. Whatever power I have, I give it to you, to help you. Do not disappoint me. I give you Force Noire and the command over my Maquis. As for me, I guess it's time to go and see the world. Nein, du hast deine Frau vergessen. No. The revolution was always my bride, and the Maquis were my children. Madame Liliane, mag dich doch, Maman. She's been trying to get me to retire for years.
Liliane is a good woman, and I, well, as the Maquis leader, I needed to remain devoted to the cause. I do not object to her profession, but I could never risk the distraction. But now that I have found fresh leadership for the Maquis, perhaps I can allow myself a bit of personal happiness. So what do you think? Would she have me? Du wirst sie glücklich machen. I have seen so many battles in my life, and I was never as nervous before a fight as I am now. But I will trust you, and I will talk to Liliane. I'll ask her. And you know what? I won't need the lion's roar where I'm heading. Here, take it. Let its voice terrify the enemies of the people. Now, wish me luck, comrade. Viel Glück, alter Freund. Viel Glück. Praise Allah for this gift. Das Löwengebrüll. 3x11. Still not as good as my brother was, but I am getting there. Unsere Waffe. Ja. Imperialisten erzittern. Das Löwengebrüll, sehr laut. Hoher Schaden, begrenzte Munitionskapazität. Ei. 3x11, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man Galil 3x13 hat. Das ist definitiv was für mich. Servanek, 3x11, 36, die Wumme ist natürlich auch. Aber hier 9mm, das ist ein Argument. Halt sehr laut. Der hat einen Granatwerfer. Aber zu Foda passt das doch auch. 9 mm, eieiei, da haben wir ja über 1000 Schuss. Na gut. Foda! Das Löwengebrüll. Und ja, ist unsere Revolution. Olé! Yes, yes, I know. Wo sind jetzt die Leute hin? Ready. Wo sind die? Sonja? Wir müssen mal reden. Ich bin jetzt Chef hier. Meine Revolution. Good thing you have protected our sisters at Le Lys Rouge. They are our natural allies in our struggle against the Fetina. Und was sagt Kutschdorf dazu? No party like a communist party. Genau, keine Party wie eine Kommunistenparty. To see Colonel Chimurenga, even in retirement, the Savannah Lion is still brave and strong and determined, a proud father of the revolution. He was cleaning the pipes in the bathhouse. Oh, how tall and proud he stood with the plunger in hand. D'accord. Okay. Okay. Haben sie uns die Mine übergeben und dann haben sich die Wildhunde da eingesiedelt, eingenüschtelt. Eieiei. Ja, jetzt sind wir wohl Revolutionsführer. Spontane Beförderung, würde ich sagen. Ansonsten, Operation Schwarzes Tor beginnt gleich. Oder jetzt. Die Slums von Panta Cruel. Wir haben hier ja noch ein bisschen was zu erledigen. Wir können ja uns nicht nur als El Comandante aufführen, sondern wir müssen ja auch was fürs Land tun.
Also rein da, in die Slums. Da müssen wir auch mal wieder checken. Wir haben nur eine Einsatzzone. Das ist schlecht. Hohe Position ist aber da. Das ist gut. Dann gehen wir hier mal rein. Hostile in sight. Wo seid ihr? Ach, da oben. Direkt auf dem Dach. Das ist ja schlecht. Wobei, das ist ein Dach. Da wird man gecued. Da ist Chimurenga. Den müssen wir gleich Hallo sagen. Alright. Wir gehen hier mal langsam rüber. Und wir müssen uns scharfschützend in die Position bringen. Palina mal nach da oben. Neck nicht da hoch. Stopp. Das ist schlecht. Tschüss. Das war eine mittelgute Idee. On my way. Wie kommen wir da hoch? Duck. Ah, da hinten. Da ist noch eine Leiter. Das doch gerade hier. Erstmal Halina nach oben. Understood. I await your command. Der Doc geht da auch mal hoch. Der hat dann von hier die Chance, an den Präzisionsschützen zu kommen. Acknowledged. Yes? Halina hat hier Sichtkontakt, das ist schlecht. Gucken wir mal, dass sie nicht gesichtet wird. Wird Kalina hier noch gesehen? Oh. I shall not make a noise. What is your wish? So. Der Doktor hat den da hinten immer noch auf dem Kicker. D'accord. Play, bitte nach da. The prey will not see me. Okay. Nur den Präzisionsschützen. Für das, was hier alles sein soll, ist das wenig. Yes, going. So. Dann können wir hier nach vorne gucken. Sieht hier erstmal sauber aus. Give me an order. Oda, du gehst darum. I know. Auch gucken, ob alles sauber ist. I await your command. The enemy is in the open. Und der Doc, wie immer, if that is your wish. Auf Geheimoperation. Wieso kann er sich nicht fahren? Wie komme ich da rein? Weil wenn ich getarnt bin, ist das ja schlecht. I shall go. May the spirits hide me from the jetzt sind wir getarnt. Und jetzt hier hin. May the spirits hide my footfalls. Und wir sind ja übrigens auf dem Dach unterwegs, nur für den Fall, dass ihr fragt, was da los ist. What? Da. I am discovered. Confrontation is inevitable. Yo. Aber. Hoppala! Ja, da war noch schießen, das ist schlecht. Okay, es war vielleicht ein bisschen frech, ihn direkt von vorne. Aber Operation geglückt, erneut der Patient tot. So, jetzt muss ich einfach gestehen, dass ich einmal neu laden musste. Nicht, weil wir irgendwie in den Hinterhalt geraten sind, sondern weil ich eine Katze habe, die sich gemeldet hat. Und wir nehmen jetzt an, hier ist der Feind in dem Bereich. Und da wollen wir uns jetzt mal entsprechend hinbewegen. What? Going. Das heißt, von hier haben wir eine relativ gute Stellung. Going undercover. I shall not make a noise. Auch Kalina, bitte. Dr. Q hier. Ich glaube, beim letzten Mal waren sie auch da hinten irgendwo auf dem Hof. Das heißt, wir kommen von hier gut ran. Und mit Dr. Q vielleicht eher nach... Ja, da sind sie. Sehr gut.
I shall go. Da sind sie. Du kannst noch da. Der Doc. Ich würde sagen, wir hinter verstecken. Wo ist Foda? Foda Agit. Ah, die sind noch zurückgefallen. Yes, yes, I know. Die Kollegen sind noch da. Das ready. Okay. Dann bitte nach da und nach da. Ready. Und Foda. I know, I know. Oh, 1, 2, 3, 4, viele. I will be the hidden death on the battlefield. So, okay. Aleph. Yes? Das sieht doch okay aus. Wenn das alles... Nee, da waren noch Anführer und sowas dabei. The prey will not see. They will not know from where this shot comes. Dann soll Flay bitte anfangen. Und ich hoffe, dass sie Richtung Flay gelaufen kommen. We got company. Shush. Shush. Auch Savanake hat ein schönes Ziel. Aber ich möchte nicht den Sturmsoldaten. Ich möchte die Präzisionsschützen, weil die machen jedes Mal so viel Schaden. Wache hat Schmerzlaute gehört. Oh yay, da kommen sie. Wachen sind Probleme, weil Wachen können sich wegducken. Wachen können sich wegducken. Granate können wir hier vorwerfen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, hier Deckung und Gebäude auseinanderzunehmen. Da sind wir doch dabei. That hurts like a motherfucker. I can bathe the battlefield in their blood. Okay. I cannot hit what I cannot see. Okay, der ist verletzt. Der ist ein bisschen off. Dann kann Dr. Q. den hier messern. Das Ding ist, Dr. Q bekommt eine Zusatzbewegung, wenn er tötet. I shall go. Good. Send the bastards back to Shaitan. No evildoer can stand before you. Er könnte jetzt natürlich hier komplett auf Kill Frenzy gehen und ihn hier versuchen zu erwischen. Aber das wäre ein bisschen, also selbst für Dr. Q-Verhältnisse. Hier, die da bringen wir zusammen. Ja, mit der Blendgranate. Oh, das war ein... Okay, das war keine Blendgranate. Oder, naja gut, sie hat anderweitig geblendet. Sagen wir es mal so. When I was little, I would hide from... This would surprise them. So, du hast hier auf jeden Fall... Okay, der hat Reflexe, das ist schlecht. This should do it. Dann hast du den hier... The villain is helpless before me. ...markiert. Ready. Okay, dass die Blendgranate keine Blendgranate war, ist jetzt nicht das Schlimmste. Yes. So, kommt die Frage, was wir mit dem Doktor machen. Ich würde sagen, er zieht sich hierhin zurück und verteidigt sich. Nächste Runde kommt er wieder raus. Und dann gucken wir, was passiert. Also das da hinten war jetzt nicht ganz geplant, aber... Hey! Oh, die haben auch Granaten, das ist schlecht. Get out there! Ah, da sind die Anführer. Okay, 1, 2... Ja, Papa. Aber das ist ein schicker Platz für eine Granate. Oh, oh, oh. Aber Halina. Aber Kalina. Da ist noch eine Wache. Wachen sind die nervigen. Okay, die ist ungenau. Okay. What is your wish? Also, er hat kein Ziel, das ist schlecht. This is not good. It will spook the prey. Aber er kann hier einmal blind auf die Wache. Jimmy hat auch einen Schuss gehört. Versteck dich, alter Mann, du bist in Rente. Yes? Der eine Schuss war gut.
Talina hat hier ein bisschen Probleme. Give me an order. Aber wir können hier eine Blendgranate nachladen. Die wir ja eigentlich gerade eben schon gedacht haben, dass wir geladen haben. Und mit der könnten wir hier 1, 2, 3 erwischen. Ah, nur einen unterdrückt. Galina hier. You have a good shot. Du hast den da oben, auf jeden Fall. It is best to hit him in the head, in case they are cursed. Der war wichtig. Du könntest hier die Wache, aber da drin ist noch ein Präzisionsschütze. Ready. Der anderen Seite. What is your das ist der Doktor auf freie Fahrt für freie Ärzte. Ein Angriff auf den Hals. Wir haben noch ein. Bien joué. Da geht er, der Peter. Und natürlich, der Doktor in Sicherheit. Hier haben wir die Möglichkeit, in die Richtung zu überwachen. Aber wir können Savanake natürlich auch näher ans Geschehen bringen. Da vorne haben wir... Give me an order. Okay, wir lassen Fodor eher zurückfallen. Es würde Foda nicht gefallen, dass wir sie zurückfallen lassen, oder? Aber da muss sie jetzt durch. Good shot from there. Da muss sie jetzt durch. What? Acknowledged. Bessere Position für den Scharfschützen. In my sight. Und du lädst nach. Bist bereit. Palina bleibt da liegen, alles sicher. Und der Doc geht hier weiter gegen alles vor. Dr. Q hier. I have a plan. Follow me. Okay, der Mann mit dem Plan. Blitzschnelle Reflexe. Ein guter Plan. Okay, die Wache geht nach oben. Jimmy! Hey, Jimmy, Jimmy. Hey, Jimmy, Jimmy. What is your wish? So, okay. Also, wir schalten hier erstmal den Schützen aus. Für was hat man nach? Plan. Jawohl. Another soul joins the spirit. So, hier raus kommen wir nicht. Das heißt, um sich um die anderen zu kümmern. Na gut, hier haben wir erstmal alles erledigt, würde ich sagen. Dreimal Beute gemacht. I shall go. Wir bringen uns wieder in Stellung. Yes. Savanake hat keine Sicht. Palina schon. In my sights. Nur die Arme, das ist ja auch schlecht. Ich nehme den Schuss trotzdem, einfach, dass er jetzt seine blitzschnellen Reflexe verbraucht hat. What? Deswegen war mir der Treffer in die Arme nicht ganz so, oder der Schuss auf die Arme das wert. Hier bekommen wir tatsächlich hinter der Laterne Deckung. Und damit haben wir beide Ziele. Target locked. Und wir nehmen den Anführer. Nur schwer verletzt. For you, I will. Okay. Foda, einfach mal bitte Salve in die Richtung. Der ist schon schwer verletzt. Du kannst das. Nö, kannst du nicht. The prey will not see me. Play. Ja, da ist nichts zu holen. Geh mal auf reguläres Gefecht und ja, bis du in Stellung bist, das dauert jetzt. Das Schicksal der Scharfschützen. Du kannst hier nicht durchs Dach stürzen, ne? Das ist schlecht. Und darunter geht auch nicht. Hm. Na gut, dann bleibst du mal hier. You'll pay for what you did. Okay. Okay, auch der geht nach oben. Take that. Ey! Feuert der einfach auf Savanake. Ich hab eine Scheibe kaputt gehen hören. Wer war das?
ambush you! Ready to shoot. Dann hol du dir die Wache. Hostile eliminated. Kalina hat dir ja sehr sauber. Und du holst ihn hier. Wer verletzt nur? Bade. Hinlegen. I await your command. Ich denke, wir können Dr. Q in Reichweite bringen. Das wäre ja auch nur fair. If that is your wish. Also nur einen Schritt vor. Oder zwei. Und dann hier einfach mal rein. Jawoll. Der Mann, der Mythos, die Legende, Dr. Q. Und wir sind Revolutionsanführer, mal auch mal sagen. Und dazu noch fünf, lecker, neue Hosen. Wer braucht neue Hosen? War da nicht irgendein... Ja, Kalina, da war nämlich was. Da ist eine Hose kaputt gegangen. Blendgranaten kann man immer brauchen. Yes. Heute auch. So, was haben wir noch an Beute? Noch mehr Blendgranaten. Lieber 12 Brecher. Da freut sich der Doc. Endlich wieder anständige Munition. Du hast... Oh, auch noch ein Saphir dabei. Nehmen wir. Und dann wollen wir ja noch mit Jimmy reden. Und ihn zu seiner... Pensionierung als Revolutionsanführer gratulieren. So ist er nicht. Yes, yes, we know. Gucken wir mal, ob das mit der neuen Familie so klappt. On the hunt. Boda, komm, Jimmy. Den gönnen wir uns noch. Hier, Jimmy. L'Elysée Rouge is a wonderful place. Never felt as relaxed in my life. I give scalp rubs, foot rubs and everything in between. Okay. Thank you for talking sense into him. Poor Savannah Lion. He was so cute with those horrible flowers he picked, all red with embarrassment. I can hear you, honey. Then be a good boy and don't eavesdrop. Never. A communist would never do such a thing. Shushu, go check the girls. At once, Generalissimo. Mission accepted. Of course I said yes. He is a wonderful man and I am a lucky woman to have him. But don't tell him that. He would be so full of himself that I'd have to ask the girls to throw him in the cold water basin again. Molly? Where's Smiley? If I only knew. Okay. Molly, das ist noch ein Problem. Please find Molly. Ja. Das schaffen wir vielleicht auch noch, dass Molly zurückkommt. Aber... Yes, yes, I know. Jimmy Ranga scheint hier ja durchaus seinen Frieden gefunden zu haben. Und das finde ich gar nicht so verkehrt. Ein hübsches Ende für das junge, mittelalte, naja, wie auch immer Paar. Und für uns, würde ich sagen, ist es an der Zeit, die Kollegen allein zu lassen. Problem. Und für heute eine Folge zu nennen. Dank euch für eure Aufmerksamkeit beim nächsten Mal. Gibt's wie versprochen mehr. Wir führen jetzt die Revolution an. Mal gucken, wie wir das machen. In diesem Sinne, tschüss, bis dann.